Bevor Sie nun gleich selber in den Genuss eines wirklich besonderen Aperos kommen, möchte ich Ihnen die Geschichte erzählen, wie wir zu unserem Aperopartner Sojana gefunden haben. Und ich möchte Ihnen auch den Gründer von Sojana, nämlich Walter Denzer, hier auf der Bühne in Zug vorstellen. Wir haben nahezu alle Großhändler im Bereich der nachhaltigen Lebensmittel angefragt und haben viele Absagen erhalten. Per Zufall sind wir dann auf Sojana gestoßen und wir haben es gewagt, eine Anfrage für ein paar Chi-Getränke, das ist eins der besonderen Getränke von Sojana, zu stellen. Und Walter Denzer wollte dann nicht nur ein paar Chi-Getränke stellen, sondern gleich einen ganz wichtigen Teil von Filme für die Erde sein und einen Großteil des Aperos für dieses Festival heute für Sie sponsoren. Wir sind dankbar für deinen Einsatz und dankbar, dass er heute hier in Zug ist und uns aus erster Hand erzählt, was es mit dem Apero so auf sich hat. Herzlich willkommen, Walter. Das Mikro. Danke vielmals. Ich danke ganz herzlich Kai, ganz tief und vielen für die Erde und diese Gelegenheit, Ihnen Lebensmittel zu zeigen, die genau aus diesem Motiv entstanden sind, wie wir das in den Kurzfilmen gesehen haben. Eine Lösung für die ganze Welt, für die ganze Menschheit. Weil wenn wir so weiterfahren, mit tierischen Lebensmitteln zu essen, dann braucht es drei Erden. Und das ist kein Scheitern. Essen. Es wurde irgendwann weit, dass etwa 100 Millionen Menschen nichts zu essen haben, oder ganz wenig. Und dieses Problem haben wir eigentlich hier mit pflanzlichen Lebensmitteln gelöst. Was kriegen Sie heute Abend? Sie kriegen einen Fischkäse und einen Sauerland, richtig fermentiert und lebendig, aber aus Pflanzen gemacht, ohne Tier. Etwas, was es noch nie gab. Dazu ein Vollkornbrot und eigentlich etwas, was Sie sagen würden, was ist denn das Komische? Was der Bauer nicht kennt, was ist denn? Ja, erzählen, was ist denn das? Ich sehe jetzt einfach Brot und Käse. Brot und Käse gab es schon immer. Aber was Sie hier haben, das sind Bio-Lebensmittel, die sind entstanden in einem lebendigen Humus. Es hat ja heute viel zu wenig Land. Der chemische Landbau verbraucht eigentlich den Humus, statt ihn aufzubauen. Und ein lebendiger Humus ist voller Leben. Da hat es so viele Lebensmittel drin, dass eine Handvoll von Erde oder eben Humus Milliarden von Lebensmitteln enthält. Und die bauen alle Stoffe so um aus der Erde, aus den Steinen, dass sie die Pflanzen, die dort wachsen, aufnehmen können. Und die setzen sie dann um in unsere Lebensmittel. Wenn wir uns pflanzlichen lernen. Und für die Tiere auch, weil die meisten, die wir essen, essen auch Pflanzen. Also das ist unsere primäre Ernährung. Und damit entstehen dann solche Dinge wie hier dieses feine Vollkornbrot aus Bio-Getreide und diese Ausstriche oder eben lebendigen, wie nennen sie, zueinander, Fischkäse-Alternativen und Sauerrahm-Alternativen aus Sojabohnen, die in der Südseite der Alpen gewachsen sind, also nicht in Brasilien, und die im Bioanbau sehr gute Verhältnisse haben dort. Also sind Bio-Lebensmittel, die den Humus vermehren und dadurch eigentlich einen Beitrag leisten zu einer größeren Ernährung der Welt. Und ebenso sind sie fein, sie sind gesund, sie geben ihnen etwas, was wir Lebensenergie nennen oder was man Lebenskraft sagen könnte. Und das sehen wir hier auch beim Chi. Das Chi ist bekannt als eine Art Champagner und ich darf jetzt mal ein Chi öffnen und hier in ein Champagnerglas schenken, weil das passt genau. Das ist ein fermentiertes Lebensmittel, das
das nicht pasteurisiert ist. Das ist also Reb, wenn wir das abfüllen, ist das ein stilles Getränk. So, und wir stoßen jetzt an auf die innere Erde für die Zukunft, dass hier Millionen von Leuten bewusst und bewusst gemacht werden. Und dass wir uns lernen, so zu erlernen, dass die übrigen Menschen auch Lebensmittel haben, die ihnen gut tun. Zum Wohl. Lieber Walter, kannst du uns vielleicht noch zeigen, wie man diesen besonderen Apero eigentlich isst? Ich sehe hier das Vollkornbrot und Sie haben nicht die Originalpackungen, wie wir jetzt hier, sondern Sie haben Kilogrammpackungen, dass wir nicht tausend solche kleinen Packungen fortwerfen müssen. Ich assistiere gerne. Okay. Also, Sie haben zwei Großsorten, Sie können einen auswählen und Sie müssen jetzt, nicht wie ich das immer wieder sehe, wenn Leute einen Frischkäse auf das Brot streichen, so das machen. Also wir müssen keine Angst haben. Die haben zwar Fett, aber das ist Kokosöl. Und Kokosöl dürfen Sie in guten Mengen konsumieren. Ich tue jetzt etwa so viel auf dieses Brot, wie Sie nehmen können. So wie. Also Sie können richtig gut streichen, dass Ihnen das auch schmeckt und dass Sie wirklich gut bemerkt sind, weil mit zwei solchen Strohstücken sollten Sie jetzt wieder 2 bis 3 Stunden ruhig sein, dass Ihr Körper das richtig gut bemerkt ist. Sie haben eine zweite Sorte, das ist aus dem Sauerland gemacht, mit frischen Kräutern und so, Sie machen das genau gleich dort eben auch wieder. Also viel was zu reden und Sie müssen keine Angst haben, dass Sie davon irgendwie fest werden, weil diese Kokosöl, das können Sie draußen auf dem Prospekt lesen, der daneben liegt, das nährt Sie so, dass Sie erdenschlank werden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir lernen müssen, und wir haben alle gelernt, gesättigte Fettsäuren sind schlecht, das ist aber nicht so. Vielen Dank für diese umfangreiche Erklärung. Noch eine Frage. Du weißt ja, dass das Thema von diesem Festival Ressource Mensch ist. Kannst du vielleicht aus einer Situation in deinem Leben als Pionier erzählen, in der du besonders viel Mut gebraucht hast, um deinen Weg weiterzugehen? Oh, das gab es so viele. Ich habe an der Uni studiert, an der Uni Zürich, habe eine Dissertation, eine Doktorarbeit abgeliefert und die wurde abgelehnt. Da gab es sehr viel zu überlegen, zu machen, was soll ich jetzt tun. Ich habe darin dargelegt, dass es gut wäre, wenn die Schweiz Biolandbau unterstützen würde, aber auf eine neue Art. Mit einem Film, mit einer Publikation, dass alle Menschen in der Schweiz im Fernbau in der Schweiz auf Bio umgestellt haben. Und das wurde abgelehnt. Man durfte das nicht haben, das war politisch unerwünscht, das war Anfang der 70er Jahre. Ich bin an die Berge gegangen, ich bin ausgestiegen, ich habe aufgehört, Wissenschaft und Politik zu machen und bin dann wieder zurückgekehrt. Und dann hat es Mut gebracht, selber anzufangen, ein Unternehmen zu gründen, das war in den 70er Jahren, und Lebensmittel zu machen, die jetzt die Alternative bringen, die das selber verkörpern und diese Lösungen enthalten, die wir alle brauchen. Nicht nur in unserem Land, in allen Ländern auf der Erde. Pflanzliche Lebensmittel und Lebensmittel, die gut schmecken, die aus Biolandbau sind, die nachhaltig herstellen. Das ist für mich eine große Freude, dass ich hier eingeladen bin, dass wir Ihnen das zeigen dürfen. Danke vielmals. Vielen, vielen Dank auch, dass du heute hier im Zug bist. Wir danken dir auch, dass du schon am Helfer-Workshop warst und unseren 80 bis 100 Helfern ausführlich über die Produkte erzählt hast. Und auch einen ganz großen Dank für die große Unterstützung in den Bereichen Logistik.